Meterlange Staus mit Metal-Fans aktuell rund um das Festivalgelände in Schleswig-Holstein. Und das ja schon seit den Morgenstunden. Anscheinend macht das erste Mal in der Geschichte des Hardrock-Festivals der Regen den Anhängern einen Strich durch die Rechnung. Meine Kollegin Lisa Knittel ist uns jetzt live aus Wacken zugeschaltet. Ja, eigentlich sind die Festivalbetreiber ja recht regenfest. Was ist denn da das Problem, Lisa? Ja, es tut sich nichts, beziehungsweise nur stoßweise wird der Verkehr jetzt wieder aus dem Ort rausgeleitet. Du hast es gerade gesagt, die Regenfälle, die waren einfach zu massiv und wir haben erst um 2:30 vom Veranstalter heute erfahren, was das ausgelöst hat, nämlich die Campingareale. Die sind komplett überflutet und nicht befahrbar. Der Veranstalter geht sogar davon aus, dass nur 25% der Campingflächen überhaupt heute maximal für die Metalheads zur Verfügung stehen. Wenn man sich das ausrechnet, 85.000 verkaufte Tickets, kämen heute maximal 22.000 Metalheads unter. Und was wird jetzt denen geraten, die eben noch nicht angereist sind? Ja, erstmal rät man denen, die sich auf der Anreise befinden, diese zu unterbrechen, abzufahren und sich Rastplätze zu suchen, die noch nicht losgefahren sind, zu Hause zu bleiben. Der Veranstalter will alle auf den Social-Media-Kanälen, auf der Homepage und natürlich auch wir auf dem ndr.de Live-Blog Wacken halten Sie auf dem Laufenden, wie sich die Anreisesituation weiterentwickelt. Man plant ganz normal das Musikprogramm für Beginn Mittwoch. Man sucht jetzt nach Ausgleichsflächen, weil man nicht davon ausgeht, dass alle Campingflächen wie geplant zur Verfügung stehen. Es wird also nicht nur besonders nass dieses Jahr auf Wacken, es wird auch besonders eng. Ja, vielen Dank, Lisa Knittel, live aus Wacken. Und sie sagte es gerade, zum Stand halten wir sie natürlich weiter auf dem Laufenden.